Ahoi, ihr Lieben. Ja, ihr seht, ich fahre mit dem Zug auf Kreuzfahrt. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn ich bin den ganzen Tag schon unterwegs gewesen. Ich bin heute Mittag in Hamburg losgeflogen und mit Pegasus Air und bin dann in Istanbul umgestiegen und dann wiederum in Tel Aviv am Flughafen in den Zug gestiegen, auf dem Weg nach Haifa. Wobei der Zug sieht aus wie so ein Regionalzug in Deutschland, eigentlich gar kein großer Unterschied. Gleiches Modell, so ein Doppelstockwagen. Es geht auf die Amadea, das Traumschiff von Phoenix Reisen, Traumschiff aus der ZDF-Serie. Ja, und ich bin ganz besonders gespannt, weil es das erste Mal ist, dass ich mit Phoenix Reisen unterwegs bin. Es wird eine Reise insgesamt, ja, so 5,5, 6 Nächte an Bord. Also die erste Nacht ist noch im Hafen, dann sind wir unterwegs 5 Nächte und zwar geht es einmal von Haifa Richtung Kreta und dann weiter zum Ende dann nach Nizza und da geht es dann wieder zurück. Ja, und ihr seid natürlich dabei in 3 Vlog-Folgen und Live-Rundgang gibt es und. Also ja, kommt mal mit, viel Spaß. Klima auf jeden Fall und ja, wir haben es Mitte November, sehr angenehm, wenn ich jetzt hier mal draußen bin. Also wirklich, da brauche ich hier diese ganzen Jacken gar nicht, die ich anhabe. Also das ist schon sehr, sehr, sehr nett. Ja, das sieht jetzt hier nach Hafengebiet aus. Also wenig überraschend. Ich habe jetzt hier irgendwie schon mal geguckt, wo ist denn das Schiff? Guck mal, da ist hier die Amadea. Cruise Mapper heißt diese App ganz praktisch. Ja, muss ich ein paar Meter laufen offenbar, aber ich glaube nicht so weit. Und da bin ich dann auch schon bei der Amadea, ja, kurze Sicherheitskontrolle gab es jetzt gerade, weil es halt nicht so üblich ist, dass man jetzt hier nachts noch anreist, aber das hat eben alles gut geklappt. Ja, das erste Mal hier, guck mal, das Traumschiff. Ja, man muss sagen, hier so die Hafenanlagen sind jetzt von der Schönheit hier überschaubar, ja, aber gut. So, und natürlich, ja, klassischerweise jetzt natürlich ein Kreuzfahrtschiff, was jetzt ein bisschen anders aussieht. Ja, guck mal, jetzt hat man hier so einen ganz klassischen, wie in so einem Hotel, so eine klassische Karte. Dann gucken wir mal. Ups. Na. Steck es rein. So, jetzt geht es. Und. Ah. Haha. Ach, guck mal. Das ist ja auch interessant hier. Man hat tatsächlich hier nur ein Bett aufgebaut, weil ich ja alleine bin. Ich meine, da brauche ich das zweite Bett nicht. Das macht Sinn. Ja. Gut, was zu trinken gibt es auch zur Begrüßung. Es ist, glaube ich, sogar hier eine Balkonkabine. Oh ja, guck mal hier. Ja, also. Ah. Oh, kann man erstmal Luft reinlassen hier, das tut gut. Ja, weil jetzt bin ich doch ein bisschen verschwitzt hier nach dem ganzen Tag. Ja, guck mal, das ist ja eine ungewöhnliche Kabine hier mal, ne? Mit dieser Zweiteilung. Ja, spannend, spannend, spannend. Ach, und guck mal hier. Aus der Konkursmasse von Air Berlin sind es die alten Herzen. Hat man halt das rote Papier entfernt und dann das Phönixpapier drumherum gemacht. Siehst du, guck mal, das ist doch mal schön. Und es bleibt gar nicht bei der Schokolade, sondern hier auch noch, das ist ja süß hier, ein paar Trüffel, ja? Die natürlich wissen, so viel hat er jetzt nicht gegessen, weil er den ganzen Tag unterwegs war. Ja, das war schon mal sehr nett. Willkommen an Bord. Sogar der Kapitän hat unterschrieben, es ist nicht Sascha Hehn, muss man ganz klar sagen. Ja, viele denken ja immer, oh, Sascha Hehn ist hier der Kapitän. Nein, 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 dem ist nicht so. Ach, guck mal, Früchte gibt's hier. Ja, was will man mehr? Aber ich glaube, so richtig viel werde ich jetzt mich hier erstmal gar nicht mehr so viel umgucken, weil ich bin einfach so mega müde jetzt. Ja, ich meine, wir haben es jetzt, wie spät ist es jetzt hier, kurz vor 1 auch schon, ja. Deswegen würde ich sagen, ja, das ist dann auch schon mal der erste Tag gewesen, aber dieser Vlog geht natürlich weiter am nächsten Morgen, aber da würde ich sagen, ja, ich schlafe erstmal und dann gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Dann sind wir nämlich hier weiterhin noch in Haifa und da zeige ich euch mal einiges, was man hier so machen kann. Und es ist 9.40 Uhr am Sonntag. Guten Morgen aus Haifa. Ja, jetzt können wir mal ein bisschen sehen, wo wir hier sind. Aber wie man das gestern schon gesehen hat, ne? Klassischer Industriehafen, wenn man so will. Ja, oh, mir liegt ehrlich gesagt die Anreise von gestern noch so ein bisschen in den Knochen. Also so wirklich fit bin ich noch nicht. Auch wenn ich dann soweit ganz gut geschlafen habe. Aber gut. So, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde etwa, bis das Frühstück endet. Ja, hier auf Deck 8 ist das gleich, wo ich auch untergebracht bin. Und da gucken wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Am Frühstück habe ich jetzt gar nicht so viel gefilmt, wie es auf dem Buffet lag. Aber ja, hier seht ihr mal, was ich gegessen habe. Das Frühstück war von der Auswahl her gut. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Tage dann nochmal fotografieren kann. Aber heute war es da auch schon fast vorbei von der Zeit. Das mache ich also lieber die nächsten Tage. Ja, also wie auf so einem Premium-Schiff eben, also wirklich eher gehoben. Da ist dann noch jemand, der schneidet einem sogar das Brötchen auf. Wahnsinn. Und wenn man dann rausgeht aus dem Buffet-Restaurant, dann landet man hier auch schon mal beim hinteren Pooldeck. Ist schön.
Jetzt hätte ich natürlich auch einen Ausflug nach Jerusalem buchen können, aber da bin ich schon mal gewesen auf einer Kreuzfahrt. Deswegen habe ich mal gedacht, ja, ich gucke jetzt mal auf eigene Faust hier einfach mal raus in Haifa. Und zwar gucke ich mir da mal ein paar Sehenswürdigkeiten an, zum Beispiel die berühmten Bahai-Gärten. Also, wenn ich die finde, es soll auch sehr steil sein, wenn es da gleich rausgeht. Also, ich bin gespannt. An Land. Ja, es wurde auch mein Rucksack durchleuchtet. Warum wird das gemacht? Weil man eben Angst davor hat, dass irgendwelche Menschen Waffen, Bomben, was auch immer hier mit an Land nehmen. Ja, umgekehrt ist es ja natürlich üblich, dass geguckt wird, dass man nichts mit aufs Schiff nehmen darf. Aber hier ist es eben auch so, dass man sich vergewissert, okay, diese Person hat nichts dabei, was sie nicht mitnehmen darf an Land. Ich bin jetzt ganz einfach mal losgelaufen. Ja, aber hier ist dann auch das erste Schild, was mir dann zeigt, so ganz falsch scheint ich nicht zu sein. Einmal diese Gärten, ich hoffe Bahai, werden die überhaupt Bahai ausgesprochen? Und dann die deutsche Kolonie gibt es hier nämlich auch, also gucken wir mal. Und angekommen bei den Gärten, ja tatsächlich geht es da jetzt hoch, ist wirklich relativ steil. Mal gucken, wie weit ich da jetzt komme. Insgesamt 19 Terrassen geht es hier hoch und es wird da ein Höhenunterschied zurückgelegt von 250 Metern. Ja, und ja, dieser Garten ist quasi ein Friedenssymbol und ein Ort der Ruhe. Man darf jetzt hier auch gar nicht weitergehen. Hier ist dann das Tor. Ja, wenn man vormittags kommt bis 12 Uhr, da kann man dann auch noch weiter oben den sogenannten Schrein des Bab besichtigen. Aber dafür bin ich leider zu spät. Und unterhalb der persischen Gärten befindet sich die Ben-Gurion Avenue. Und ja, das ist der Bereich, der sich deutsche Kolonie nennt, German Colony. Das Ganze wurde, kann man dann hier nachlesen, 1869 gegründet. Da kamen die ersten aus Württemberg und haben das dann hier aufgebaut. Und das gilt heute ja als ein ganz wesentlicher Punkt für die Entwicklung von Haifa. Ja, man kann dann hier die alten Häuser sich dann zum Teil noch angucken. Kurz nach drei haben wir es. Ihr seht, so richtig viel habe ich gar nicht gemacht. Ich bin einfach hier so durch die Gegend gelaufen, fast ein bisschen planlos. Habe auch nichts gegessen, aber ich muss sagen, nach dem Frühstück habe ich auch nicht so wirklich Hunger. Ich meine, vielleicht gucke ich gleich mal. Also jetzt gehe ich wieder aufs Schiff und da gibt es dann Kaffee und Kuchen. Ja, das ist jetzt meine kleine Auswahl. Guck mal, wo ich ja nichts zum Mittag hatte, dachte ich, was Herzhaftes. Das dürfte Mett sein. Ich liebe ja Thüringer Mett. Also mal gucken, was das ist. Blaubeerkuchen und so ein kleines Mandarinen-Tartlet. Wie ist das nun gewesen, der Kuchen? Also ich fand im Großen und Ganzen ganz gut. Das war ungefähr so, ja, vergleichbar mit dem, was man so in Deutschland beim Bäcker bekommt. Ja? Also jetzt nicht so wow, 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 sondern wirklich solide, anständig, lecker. Und das Schöne ist, die Amadea gehört auch zu den Schiffen, wo man die Kamera mal alleine hier irgendwo hängen lassen kann und sich keine Sorgen machen muss. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich ja so richtig viel auch noch nicht gesehen hier vom Schiff. Deswegen bin ich jetzt hier oben mal lang gelaufen. Ja, hier ist nicht wirklich was los. Was ich interessant finde, die Amadea scheint eines der wenigen Schiffe zu sein, die wirklich nur im hinteren Bereich ein Pooldeck hat. Also ein Pool vielmehr hat. Na gut, auch ein Pooldeck, weil hier ist zwar ein Sonnendeck, aber kein Pool. Ja, das ist schon insgesamt eher ungewöhnlich. Ja, ne? Und was natürlich immer super ist, wenn ich auch öffentliche Bereiche habe, die nach vorne rausgehen oder eben nach hinten raus. Denn das ist ja was, ja, was ich bei Schiffen im Massenmarkt immer seltener habe, weil das dann einfach für Suitenbereiche genutzt wird oder für Kabinen oder. Also selten sind das Bereiche, ja, wo ich wirklich hingehen kann, wie hier, und dann wirklich ja, auch einen Blick vorne raus habe. Ja, kleines Schiff hin oder her. Was es hier aber gibt, ist tatsächlich ein Showensemble aus Sängern und Tänzern. Die sind jetzt hier noch in Zivil, sind am Proben gerade, aber heute Abend ja, werden wir die dann sehen können bei einer Rockshow. Was es halt so gibt, ne, auf Kreuzfahrten. Was ich
ganz bemerkenswert hier an Bord finde, sind die Getränkepreise. Also jetzt gar nicht so sehr für alkoholfreie Sachen. 2,20 Euro eine Cola, 0,3 oder ein Wasser, Viertel Liter 1,90. Nee, die meine ich gar nicht. Aber wenn wir mal bei den alkoholischen Getränken gucken hier, also ein Bier, ein Drittel Liter, 2 Euro, das ist schon sehr günstig. Ja, oder ein halber Liter, 2,90 Euro. Also deutlich günstiger als in den meisten Läden an Land. Ja, Glas Sekt, 3 Euro. Aber auch dann so Cocktails oder so, die sind richtig günstig. Gut, Aperitif 4,50, aber hier auf der Rückseite hier Cocktails 4,90 Euro, also Mojito, Margarita. Und dann gibt es zum Teil auch noch eine Happy Hour, gucke ich nachher mal, da kostet es nur die Hälfte. Also es sind 2,45 Euro, kann man sagen, nur All Inclusive ist günstiger. Oder hier Gin Tonic 3,90 Euro, da kann man nichts sagen. Ne? In der Zwischenzeit habe ich mich ja auch mal fürs Internet angemeldet. Ja, und es gibt Volumentarife, das ist also das Erfreuliche. Ja, also da muss ich mich nicht sonderlich beeilen, sondern kann ganz in Ruhe surfen. Und da kosten 3 Gigabyte, was ja eine ganze Menge ist, 95 Euro. Also das ist ungefähr so auch das Preisniveau, wie ich es bei den ganz großen deutschen Anbietern habe. 18.19 Uhr haben wir es. Das ist jetzt die Zeit, wo man auch schon Abend essen kann, denn die Restaurants, beide sind geöffnet von 18 bis 21 Uhr und man kann kommen, wann man möchte. Es gibt da jetzt keine Tischzeit oder so, was ja sehr komfortabel ist. In beiden Restaurants auf Deck 5 und Deck 8 gibt es das Gleiche. Ja, was ist sonst noch los heute? Ja, da gibt es hier in einer Bar gibt's Musik und dann aber das Entscheidende heute, Rock am Heck. Ja, das haben wir ja vorhin schon gesehen, die Vorbereitungen dazu. Dann gibt es später hier noch in der Vista Lounge Musik und ein Überraschungsfilm im Bordkino gibt es und. Guck mal, abends hier noch Late-Night-Snacks, Kiez-Kneipen-Snacks und Würstchen gibt es auch noch, also verhungern muss keiner. So, jetzt wäre es ja schade, die Happy Hour gar nicht zu nutzen, diese eine Stunde. 2,45, also wie gesagt, hier mein Mojito. Ja, mal gucken hier. Sehr gut. Sehr, sehr lecker. 34 Cent Service Charge sind allerdings noch zu bezahlen. Das hatte ich noch vergessen. So viel Zeit muss sein. Und das war dann das Dinner. Und zwar einmal Lachs Carpaccio Togarashi Style. So ein bisschen asiatisch angehaucht. Das ist eine kleine Portion gewesen, die sehr lecker gewesen ist. Dann der MS Amadea Chefsalat, überraschenderweise ohne Ei. Aber ich weiß nicht, ob Ei zwingend dazugehört zu einem Chefsalat. Der ist auch lecker gewesen. Ja, und dann hatte ich als Hauptgericht Schollenfilet aus dem Wurzelsud, Pommery-Senfsoße, Wirsingröllchen und Dillkartoffeln. Ja, ganz wunderbar gewesen. Und dann zum Nachtisch der Maracuja-Granatapfel-Knuspertraum. Lecker, lecker, lecker. Ja, und dann hatte ich noch den Käseteller mit Pfirsichsoße. Ja, weil ich dachte, ich muss ja mal alles probieren für euch. Ja, also das ist auch wunderbar gewesen. Ja, also was soll ich sagen? Das Essen im Großen und Ganzen, das Abendessen, das ist ja wunderbar gewesen. Sehr, sehr, sehr solide im allerbesten Sinne. Ja, also das kann man wunderbar gut machen. Da freue ich mich wirklich auf die nächsten Tage. Ja, und jetzt am Abend, ach so, es ging übrigens relativ schnell, das muss man auch noch sagen, ja. Das kenne ich so fast nur von amerikanischen Schiffen, dass die so zack, 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 eins nach dem anderen. So, also jetzt nicht so, dass es stressig war, sondern so, nö, dass man dachte so, ach, okay, da ist schon das nächste wieder und so. Natürlich kann man wahrscheinlich im Zweifel immer sagen, es soll langsamer gehen, wenn man das möchte. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass die da erstmal so ein bisschen, ja, Tempo machen. Ein Wort noch zu den Getränken, die es gibt. Und zwar ist einmal Tischwein, weiß oder rot, im Reisepreis enthalten, außerdem Säfte und auch Wasser. Das ist schon mal eine ganz gute Basis. Das heißt, man ist jetzt nicht gezwungen, dass man da irgendwas bestellt oder so, sondern man hat das irgendwie im Reisepreis enthalten. Ja, jetzt ist es noch gar nicht so spät, 20.28 Uhr, dafür, dass ich schon 5 Gänge hinter mir habe. Aber jetzt muss ich noch eine halbe Stunde warten und dann geht's raus zur, ich hätte es bei einer Poolparty genannt, so nennen sie es, glaube ich, nicht. Nee, es ist dann die, ist das hier das Programm? Donnerstag? Ja, es ist die, wie nannte sich das? Rock am Heck, ne? Nicht Rock am Ring, sondern Rock am Heck. Nicht Reck am Hock. Nee, das macht keinen Sinn. Also Rock am Heck. Gucken wir mal. Mein lieber Mann, da ging's ja ab gerade, ja.
Also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich meine, woanders spielt man dann so bei einer älteren Zielgruppe eher so Flippers oder so. Ja, aber hier, das würde irgendwie auch Leuten gefallen, die so 20 Jahre jünger sind, als die meisten hier sind. Aber ja, wunderbar. Ja, jetzt gehört Phoenix auch zu den Anbietern sozusagen, wo es dann am späten Abend nochmal was zu essen gibt und hier sogar nochmal ein richtig kleines Mitternachtsbuffet. Guck mal, was doch hier ganz süß ist. Kein Handtuch, Tier, nee. Aber ein Kunstwerk hier, bestehend aus meinem Schlafanzug. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, aber witzig, ne? Das ist gewesen, die ersten fast 24 Stunden hier an Bord der Amadea. Und ich will schon mal ganz kurz was sagen, ein allererster Eindruck. Also ich bin durchaus bisher ganz angetan. Weil das alles wirklich gut und solide war, was ich bislang erlebt habe. Wirklich gutes Essen. Ja, und sogar richtig Stimmung da am Abend. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist ja immer so ein bisschen so eine Sache, ja, wenn ich irgendwie eine ältere Zielgruppe habe oder so, wie mache ich das dann? Das habe ich also schon ganz anders erlebt und da war ich wirklich schon mal ganz zufrieden. Ja, also, das war Teil 1. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt dem Ganzen bitte einen Daumen hoch und wenn ihr das buchen wollt, dann klickt gerne auf den Link und ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann.